Hallo, willkommen bei Klaus Grillt Feins Grill Barbecue. Heute machen wir Langosch für Schlaue oder für Faule, Ansichtssache. Und wie man das macht, zeige ich gleich. Viel Spaß dabei. Bevor wir anfangen mit dem Video, muss ich erstmal einen Warnhinweis aussprechen. Jeder, der jetzt einen klassischen Langoschteig erwartet, ja, der wird leider enttäuscht. Davon gibt es Millionen Stück im Netz. Da muss ich nicht jetzt 1 Million erst machen, sondern ich mache eine clevere Nummer. Und zwar, wer mich kennt, weiß, ich habe einen fürchterlichen Hang zu den Dingern hier. Und zwar so Frühstücksbrötchen von verschiedenen Herstellern. Egal von woher. Die Dinger sind mal eine coole Nummer. Da brauchen wir erstmal eine Packung von. Dann brauchen wir hier 3 kleine Schnitte Frühlingszwiebeln, 4 Knoblauchzehen. Daneben haben wir 3 Esslöffel saure Sahne, 3 Esslöffel Schmand. Hier vorne sind ungefähr 100 Gramm Kochschinken, werden das wohl sein. Dahinter sind so 80 Gramm geriebener Käse. Wir haben uns in dem Fall für Mozzarella entschieden. Hab ein bisschen Olivenöl, da habe ich mich für meins entschieden, weil das passt ja zu meinem T-Shirt. Siehst du, selbe Logo drauf. Und genauso habe ich das bei dem Pfeffer gemacht. Und zwar habe ich Grillpfeffer gemacht. Wenn das nicht habt, nehmt das als Pfeffer oder Olivenöl eures Vertrauens. Das was? Das Olivenöl unseres Vertrauens. Habe ich Olivenöl gesagt, oder? Ja. Nee, aber das ist doch... Nee, ich meine das jetzt hier. Ach so. Das hier. Mhm. So, das kommt dabei raus, wenn man von der Frau verbessert wird. Naja. So, dann habe ich hier noch mein heißgeliebtes Küchenmoped. Einen Silikonpinsel. Eine Grillzange. Und natürlich, wie immer, wenn wir frittieren, ein scharfes Messer und ein Brett. Die Fritteuse habe ich euch natürlich nicht unterschlagen, die steht hier auf der Seite und heizt schon mal so auf knappe 180 Grad vor. Da ist jetzt Pflanzenfett drin, das ist genau das, was wir dafür brauchen. Als erste Amtshandlung machen wir mal hier unser Knoblauchöl, dann nehmen wir einfach Knoblauch und Olivenöl. Und wenn man dieses Knoblauchöl schon einen Tag vorher ansetzt, dann bist du natürlich der Sieger, weil dann kannst du natürlich noch länger durchziehen. Wenn wir am Ende so 50, 60 Milliliter Olivenöl auf 4 Knoblauchzehen haben, haben wir so eine schöne Größenordnung, die Spaß macht. Deckel drauf und gucken, ob der Motor angeht. Und zack, goldgelb und riecht schon wie auf dem Langoschstand. Und dann kommen wir zum Teil, wo ihr sicherlich fragt, wie wird das jetzt werden? Der kann nur Brötchen nicht in eine Fritteuse hauen. Das ist mal schön, die Spannung, die rauszuholen. Und ihr habt vollkommen recht, natürlich kann man so ein Stück hier nicht in eine Fritteuse hauen, das macht wenig Sinn. Sondern ich nehme die immer und schneide die ein und schneide die zu 3/4 durch. Ungefähr so. Dann klappe ich die auf und ziehe die wie so ein Langosch so ein Stück auseinander. Dass du so einen schönen, wie so ein Fladen bekommst. Und dann hast du immer noch ein bisschen Struktur drin, wenn hier am Rand das so ein bisschen auseinanderfranst, dann drückst du da nochmal zusammen. Aber dann hast du einen schönen Fladen, den du so als Langosch, also als Mini-Langosch, nicht die großen, weil wir können ja ein paar mehr machen, ja, die wir jetzt dann frittieren können. Also hier aufschneiden, auseinanderziehen, in diese Richtung nochmal. Dann siehst du, dann hast du gleich wunderschön die Fladen vor dir. Clever, oder? Deckel auf, 180 Grad liegen an und dann ab mit unseren Teiglingen ins Sprudelbad. Und du siehst gleich, wie die aufheben und hochkommen. Und da bleiben die jetzt, naja, so 1,5 bis 2 Minuten drin. Und wenn die oben sind, dann auch immer mal schnappen und mal wenden, dass sie von allen Seiten gleich braun werden. 2 Minuten sind um und guckt euch die Freunde an. Mega. Und die nehmen wir raus. Und ganz wichtig, setzen die auf so einen Küchenkrepp, damit die jetzt richtig abtropfen können. Auch oben tupfen wir so ein bisschen ab, ohne sie jetzt komplett platt zu drücken. Und jetzt können die mal ganz kurz abkühlen. Dann nehmen wir rasch ungefähr 1 Teelöffel von dem Grillpfeffer auf unserer Schmand und saure Sahne und mischen die immer durch. Und dann bauen wir unsere Langosch zusammen. Also als allererstes kommt natürlich unser Knoblauchöl schön auf den Langosch rauf. Und ihr seht schon, das ist was ohne versteckte Fette arbeitet. Man sieht nämlich jede Kalorie, die man drauf tut. Und darauf kommt, wenn wir schon bei Fetten sind, schön unser Schmand, diese Sauerrahmen, saure Sahne-Mischung, könnt ihr nennen, wie ihr möchtet. Mega, und Leute, auf den anderen hoch. Und ich mache hier 2, weil ich natürlich nicht alleine essen will. Ich habe hier heute Unterstützung. Meine Frau ist nämlich da. Auf der anderen Seite der Kamera. Dreh doch mal die Kamera um, dass man dich auch sieht. Gut, so war das jetzt nicht gemeint. Dreh wieder zurück. Also ihr seht, vielleicht ist irgendwann mal zu sehen, bevor wir jetzt hier weiterquatschen, kommt jetzt noch der Rest da oben drauf. Und zwar
Jetzt kommt unser Käse ein bisschen dazu. Also da auch viel hilft viel. Macht da nicht zu wenig drauf, soll auch noch was schmecken. Dann kommt unser Kochschinken schön drauf verteilen. Und natürlich nicht zu vergessen, zack, hier unsere Frühlingszwiebeln. Frau, willst du auch Frühlingszwiebeln? Ja. Ja, sie will. So, und zack, schon sind unsere Mini-Langoschs für Schlaue fertig. Und das ist jetzt meiner, den schnapp ich mir. Und rinnen die Hullebirne auf euch. Mega. Also, Das Erstaunliche ist, dass man mit so wenig so viel erreichen kann. Also mit einem Knack- und Backbrötchen. Man könnte jetzt eine große Teigführung machen und einen Langoschteig ansetzen. Aber die Nummer ist ja total realistisch, weil die Dinge hast du immer zu Hause. Und also super lecker. Und ich kann euch bloß sagen, wenn ihr Knack- und Backbrötchen in der Nähe habt und Bock auf Langosch habt und auf diese Langosch grundsätzlich mal steht, dann macht das genauso nach. Und falls die Frau fragt, ob du einen Kugelgrill geht, nee, da brauchst du eine Fritteuse für. Könntest du auf den Seitenkocher auch anfangen, im Topf rumzuspielen. Nimm lieber eine Fritteuse. Ich würde sagen, auch wenn es kein Grillvideo war an der Stelle, folge hier einen Daumen nach oben, den Elo oder anderen wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal, dann wieder am Grill. Klaus Grill, Feins Grill, Barbecue. Macht's gut. Geil.